Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jetzt schon in der Debatte einiges gehört, Pro- und Kontra-Argumente zum Thema, ob man diese jungen Menschen jetzt in die Lehrberufe eingliedern soll, um ihnen entsprechende Bedingungen in unserem schönen Land zu gewähren oder nicht. Ich möchte aber schon darauf hinweisen, dass diese gesamte Debatte tatsächlich eine ist, die Sie von der Sozialdemokratie heraufgezogen haben, um eine tatsächliche Scheindebatte hier zu führen, in der Hoffnung, diese Bundesregierung zu spalten, was Ihnen natürlich auch durch die heutige Antragstellung nicht gelingen wird. Wir müssen ja auch einige andere Aspekte in die ganze Debatte noch einbringen, nicht nur die, die Sie jetzt bereits gebracht haben. Wenn man davon ausgeht, dass hier letztendlich immer noch der Mensch im Mittelpunkt der Debatte stehen sollte, dann ist es für mich wirklich bemerkenswert, dass gerade die Sozialdemokratie hier und den Neos den Menschen tatsächlich allen Kriterien des Manchester-Liberalismus unterordnet und ihn als wirtschaftlichen Faktor alleine darstellt. Und das ist inhuman, meine sehr geehrten Damen und Herren, und deshalb sind wir der Meinung, dass das auch inakzeptabel ist. Um noch einmal die Zahlen ins Gedächtnis zu rufen, Sie sagen, es geht um 1.000 Menschen, die hier eine Lehre brauchen, 1.500 Mängelberufe fehlen, 31.000 Menschen sind beim Arbeitsmarktservice unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet und davon 3.000 Asylberechtigte und es geht um 1.000 Plätze. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gilt meines Erachtens, die legal im Land aufhältigen Menschen, das sind 3.000, 1.000 werden benötigt für die Mängelberufe, diese in den Arbeitsmarkt zu integrieren und nicht die Illegalen hier zu fördern. Das kann es ja wohl nicht sein. Unsere Frau Bundesminister Hartinger-Klein setzt sich mit aller ihrer Kraft dafür ein, den Arbeitsmarkt, den Sie uns in einer Katastrophe hinterlassen haben, wirklich mit besseren Zahlen zu füttern. Sie setzt sich dafür ein, dass diese Arbeitslosen tatsächlich in den Arbeitsmarkt integriert werden und nicht wie der Herr ehemalige Bundesminister Stöger, der heute hier rausgeht und zum Rechtsbruch aufruft. Das werden wir nicht tun.